Ja, es war ja von vornherein klar, dass es ein enges Spiel wird und ja, dass beide Mannschaften ähnlich agieren. Ja, ich muss sagen, Cebusch hat die ersten beiden Situationen gehabt, wo Torgefahr ausgeschaltet wird, daraus auch das 1-0 gemacht. Allerdings muss ich dann sagen, in der ersten Halbzeit haben wir dann schon nach vorne hin gute Möglichkeiten gehabt. Wenn ich schon allein denke, die Dreifachaktion, wo der Torwart zweimal riesig hält und dann der Nachschuss wieder übers Tor schießen. Also ich glaube, zur Halbzeitpause hätte es 1-1 stehen müssen. Wir hatten viel Ballbesitz und hatten das eigentlich ganz gut gemacht, haben die Konter gut vermieden. Ja, letztendlich muss man sagen, dann in der zweiten Halbzeit haben wir alles probiert und das Spiel in seine Szene war dann die erste rote Karte, die aus meiner Sicht vollkommen übertrieben ist. Also der Stürmer geht nach, versucht den Ball zu treffen, möglicherweise trifft er den Gegenspieler, aber das ist niemals eine rote Karte. Und dann laufen wir natürlich in Unterzahl gegen den Gegner nochmal in den Konter rein und 2-0 und dann war das Spiel zu Ende. Also ich bin echt froh, dann nach der zweiten roten Karte, dass wir danach nicht noch ein weiteres Gegentor bekommen. Denn am Ende kann vielleicht die Tordifferenz entscheidend sein und da liegen wir einfach noch vorne. Also die Mannschaft hat alles gegeben und wir werden am Sonntag wieder aufstehen, da bin ich überzeugt. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, souverän brauchen wir an der Stelle auch nicht zu sein, weil der große Favorit ist sicherlich Merten gewesen und nicht wir. Sie hätten hier die Aufstiegsfeier machen können. Wir sind in lauer Position da hinten, haben heute sicherlich in meinen Augen ein ordentliches Spiel gemacht. Als Mannschaft, glaube ich, einfach mehr überzeugen können, haben es taktisch sehr gut gelöst und aus meinen Augen dann eben auch verdient hinten raus gewonnen. Ja, ich habe es ja eben schon beschrieben, ne? Das sind noch die Kleinigkeiten und klar, wir hätten uns gefreut, wenn wir heute hier aufgestiegen werden, aber wir wussten, dass Cebusch alles reinwerfen wird. Ja, und der Spielverlauf ist gegen uns gewesen, ja, aber die nächsten Heimspiele haben wir wieder vor uns und ich glaube, wir werden den Sack noch zumachen. Ja, ich meine, meine Mannschaft ist immer wirklich hungrig und die sehen sich immer nach diesen Spielen und das war heute natürlich auch ein Sahnespielchen mit einem absoluten Top-Gegner. Ich meine, der Unterschied auch in der Hinrunde, wo wir in Merten unglücklich 2-1 verloren haben, waren dann Schmidt und Gumin. Heute eben waren sie dann relativ früh aus dem Spiel auch raus und daher sage ich meiner Mannschaft einfach ein dickes Kompliment. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Mannschaftsleistung abgerufen. Jeder Einzelne hat sich ja reingeworfen und gut, wir stehen nicht umsonst oben. Nein, überhaupt nicht, weil wir wussten ja, was für Qualitäten uns hier erwarten. Und ja, das sind halt Spieler, die auf ganz engem Niveau stehen. Und ja, Cebusch hat den ersten Treffer gemacht und das ist natürlich immer ein Vorteil. Ja, ich bin mir überzeugt, wenn wir Halbzeitpause 1-1 reingehen und dann muss der Gegner noch mal ein bisschen mehr machen, weil die heute gewinnen mussten. Ja, das haben wir halt nicht gemacht und daher, der Spielverlauf in zweiten Halbzeit war dann total gegen uns. Ja, deswegen kommt da so eine 2-0-Niederlage zustande. Ja, alles möglich auf jeden Fall. Ne? Ich meine, die Ausgangslage ist ja wirklich die spannende. 5 Punkte bzw. 3 Punkte dahinter. Warum nicht? Wir werden jetzt nicht irgendwo Larifari trainieren, sondern wir werden noch weiterhin die letzten 2 Wochen Gas geben und hoffentlich unsere Hausaufgaben machen. Wir werden uns vorbereiten. Und wenn einer von den beiden dann oben nochmal strauchelt, dann wollen wir da sein. Und das ist aktuell unser Ziel und dafür arbeiten wir noch. Ja, wie schon gesagt, die erste rote Karte fand ich nicht. Das war aus meiner Sicht maximal gelb. Und am zweiten, klar, der Notbremse-Torwart, da gibt es immer rot. Da gibt es, glaube ich, keine 2 Meinungen. Aber auch das müssen wir akzeptieren. Und ja, 1-1 ersetzen geht natürlich nicht, weil gerade Robin Schmidt für uns ein unheimlich wertvoller Spieler in der Offensive ist. Aber wir haben noch gute Spieler dabei. Also wir werden noch andere Spieler aufs Spielfeld bringen, die Torgefahr ausstrahlen. Und wir werden sowieso nur als Mannschaft es schaffen, nie aufgrund der einzelnen Spieler. Es wird schon eine große Herausforderung, das darf man nicht vergessen. Wir sind sicherlich mit Abstand auch einer der kleinsten Vereine, die eben auch mit dem Anspruch dann eben hier rumlaufen. Wenn ich dann eben Merten sehe, wo eben auch 2 gestandene, ich nenne es mal Ex-Profis rumlaufen, wo sicherlich auch andere Möglichkeiten sind, wollen wir schon einfach einen sauberen und einen ordentlichen Fußball darstellen. Wir wollen unsere Jugendspieler immer wieder in den Fokus bringen. Es wird oder es wäre eine Riesensache für uns. Ich glaube, das haben wir hier auch noch nicht gesehen. Der Verein, das glaube ich ihm auch laut Vorstand, ist für beide Fälle gerüstet. Wir würden für beide Fälle eben, sagen wir, beides Danken annehmen. Steigen wir nicht auf, spielen weiter Landesliga, alles gut. Sollte uns der große Coup gewinnen, dann gelingen, können wir eine Woche mit dem Trömmelchen hier durchs Dorf laufen und nehmen die Herausforderung auch an. Ich glaube, die Qualität ist schon da. Wir müssten dann allerdings jede Woche über uns hinauswachsen. Keine Frage. Ja, spielen wir zu Hause gegen FV Ende nicht. Ist ja nochmal ein Lokalderby. Ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir diese Woche ja, die Köpfe wieder frei bekommen. Und dann werden wir uns gut vorbereiten auf das Heimspiel. Wir sind zu Hause noch ungeschlagen, haben da bisher sehr starke Spiele gezeigt. Und das ist das Ziel für kommenden Sonntag. Keeper an der Stelle ist ein 19-jähriges Talent von uns. Der kommt gerade aus der A-Jugend raus, spielt sein erstes Jahr. Sicherlich heute auch sensationell gehalten, macht gute Fortschritte, lernt sehr viel, wirklich sehr positiv. Klar, Mike Meyer mit über 30 Saisontoren in seiner ersten Spielzeit bei uns.
brauchen wir nicht darüber zu reden, dass der dann auch von ganz vielen Vereinen gejagt wird, ein Dennis Labuska. Es sind aber alle schlesische Jungs und manchmal ist doch einfach das Herz doch am rechten Fleck. Und ich hoffe, wir können sie zusammenhalten, aber wenn sie nachher aus anderen Gründen, welche auch immer, wechseln und sportlich da hinten immer noch was dranhängt, dann ist das okay.